Krebs ist ein Fluch für die Pharmaindustrie, aber so zynisch das klingt, ein Segen, jedenfalls ein finanzieller. Sie machen Milliarden mit dem Kampf der Kranken gegen Krebs. Jeder Fortschritt ist natürlich zu begrüßen, jede wirkliche Hilfe ein Heilsbringer. Das aber lässt sich die Industrie vergolden. Zum Beispiel der Wirkstoff Thalidomid. Er verhindert die Neubildung von Blutgefäßen. In Contergan war das der Horror schlechthin. Dann entdeckte man, dass mit dieser Eigenschaft aber auch Tumorzellen quasi ausgetrocknet werden können. Und siehe da, der fast identische Stoff verhundertfachte sich im Preis. Astrid Randerath und Christian Esser berichten über das Milliardengeschäft mit dem Krebs, an dem auch mancher Arzt beteiligt ist. Feiern bei Pharma. Cocktailempfang von früh bis spät. Und das 5 Tage lang. Vergangene Woche auf dem Krebskongress in Basel. Die Pharmaindustrie bewirtet und verwöhnt 3000 Krebsspezialisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Denen wollen so gut wie alle namhaften Hersteller ihre Produkte vorstellen und andienen. Schwer zu entscheiden, was hier wichtiger ist, Wissenschaft oder Unterhaltung. Das geht manchem Arzt gegen den Strich. Also wenn dann am Abend das anstrengende Tagesprogramm absolviert wurde, steht der Luxuslinerbus, der das Namensschild des Pharmaunternehmens XY trägt, bereit. In den steigen dann die gesponserten Kolleginnen und Kollegen ein und werden chauffiert zu einer schönen Location, meinetwegen ein Schloss am See. Wie ich jetzt gerade ein aktuelles Beispiel hörte, war dann der Weg durch den Park zum Schloss, wo das Menü wartete, von Fackelträgern gesäumt und nach 100 Metern gab es das erste Glas Champagner und die Veranstaltung dauerte ziemlich lang. Solche Veranstaltungen kennt auch dieser Pharmareferent für Krebsmedikamente. Sein Auftrag, auf Kongressen Ärzte zu ködern. Die Ärzte zahlen an den Kongresstagen keine müde Mark. Die schlendern dann durch die Industrieausstellung und fragen uns, was gibt's denn heute bei euch zu essen? Manche Firmen mieten ganze Etagen an, in denen dann die Ärzte von morgens bis abends verhätschelt werden. Darunter sind Professoren, Chefärzte, Oberärzte, also die, die entscheiden, welche Medikamente verschrieben werden. Und die werden dann auch verschrieben. Die Ärzte wollen ja weiter von ihren Firmen hofiert werden. In Basel kann sich die Branche feiern. Im Krebsgeschäft werden fantastische Wachstumsraten erzielt. Und alles spricht dafür, dass das auch so bleibt. Experten sagen auch der Firma Celgene millionenschwere Umsätze mit einem Blutkrebsmedikament voraus. Seit Jahrzehnten existiert es schon als Thalidomid. Seit wenigen Monaten ist es in Deutschland unter neuem Namen, aber mit kaum verändertem Wirkstoff auf dem Markt. Der heißt jetzt Lenalidomid. Der Unterschied ist winzig klein. Das hat für uns die Toxikologin Gabriele Bujunga herausgefunden. Wenn ich Ihnen das mal zeigen darf, das ist die Thalidomid-Formel. Und wenn ich jetzt die Lenalidomid-Formel drüber klappe, sehen Sie, dass sich praktisch nur an 2 Stellen etwas geändert hat. Hier haben wir eine Aminogruppe eingeführt und hier ist ein Sauerstoff reduziert. Das ist nicht schwer herzustellen. Also jeder Pharmaziestudent, der im organischen Semester ist, kann nach Kochanleitung Thalidomid herstellen und er kann auch Lenalidomid herstellen. Kein großer Aufwand bei der Herstellung, so Toxikologen. Aber als aus Thalidomid Lenalidomid wurde, ist der Preis explodiert. Eine Kapsel Thalidomid 50 Milligramm, importiert aus England, kostet in der Apotheke 3,79 Euro. Und Lenalidomid mit 25 Milligramm kostet eine Kapsel das Hundertfache, nämlich 379 Euro. Und das ist natürlich... Nur in Deutschland können Pharmakonzerne die Preise frei festsetzen. Ohne Transparenz, ohne Kostenkontrolle. Die Kassen müssen zahlen. Andere Länder beschließen in ihrem Gesundheitssystem, sei es nun staatlich oder nicht staatlich, wie hoch der Preis ist, den sie bereit sind, für eine Therapie zu bezahlen. Wir sind die Dummen, die sowas nicht tun. So kostet die Jahrestherapie mit Lenalidomid über 80.000 Euro pro Patient. Diese hohen Kosten, die aber vergleichbar sind mit anderen neuen Tumortherapien, erklären sich dadurch, dass die sehr hohen Entwicklungskosten des Medikamentes auf eine relativ kleine Zahl von Patienten fallen. Hohe Entwicklungskosten? Dieses immer wieder vorgebrachte Argument hält der Vorsitzende der Arzneimittelkommission Deutsche Ärzteschaft für unglaubwürdig. Richtig ist, dass Entwicklungskosten für ein neues Arzneimittel natürlich Geld verschlingen, aber in gar keinem Fall
Jahrestherapiekosten von 80.000 rechtfertigen können. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieser Preis weder durch die Entwicklungskosten noch durch die begleitenden Sicherheitsprogramme gerechtfertigt, sondern wahrscheinlich verschlingt das Marketing sehr viele Kosten und führt dazu, dass die Therapiekosten in die Höhe schnellen. 40% der Einnahmen gehen in das Marketing, um auf diese Weise den Absatz der Produkte sicherzustellen. Den Absatz der Produkte sicherstellen. Darum geht es auch dem Marktführer im Krebsgeschäft, der Firma Roche. Sie lädt ihre Ärzte auf dem Basler Krebskongress in den 31. Stock des Messeturms, in einen sogenannten Besprechungsraum. In Wahrheit die Bar Rouge. Für den Namen könne man nichts, beteuert Roche. Jedenfalls werden Ärzte während des Kongresses exklusiv bewirtet. Bei einigen Ärzten gibt sich Roche noch Spendeabler. Das kann heißen, dass Flug und Hotel bezahlt wird, allerdings bis zu einem gewissen Grad. Es sind also nicht alle Hotels, die von der Pharmaindustrie generell erlaubt sind. Zum Beispiel Luxushotels sind out. Fünf-Sterne-Hotels werden nicht angemietet. Basel, auch eine gute Gelegenheit, das Krebsmedikament Avastin zu vermarkten. Damit setzt Roche Milliarden um. In einer vertraulichen Information bietet die Firma eine Avastin-Therapie zu sehr reduzierten Kosten an. Krankenhäusern und Kliniken gewährt Roche Rabatt. Doch den gibt's nur, wenn den Patientinnen das Medikament mindestens 6 Monate lang verabreicht wird. Und vor allen Dingen werden die Ärzte motiviert, dieses Arzneimittel dann über einen längeren Zeitraum einzusetzen, obwohl möglicherweise bereits nach wenigen Wochen klar ist, dass das Arzneimittel nicht wirksam ist. Auf internationalen Kongressen treffen Pharmaunternehmen und Ärzte mündliche Vereinbarungen, die sich für beide Seiten lohnen sollen. Auf den Kongressen werden in irgendwelchen Separés Berater- und Referentenverträge oder pharmagesponserte Studien- und Klinikworkshops mündlich vereinbart. Später fließen dann immense Summen von Pharmafirmen auf Drittmittelkonten von Kliniken. Die Folge ist, dass verantwortliche Ärzte in Kliniken von Pharmafirmen abhängig werden. Die Pharmafirma zahle für eine Datensammlung und die Verordnung bestimmter Krebsmedikamente eine finanzielle Unterstützung an den Arzt. Insgesamt 50.000 Euro.